Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer ausführlichen großen Vorstellung des La Strada Regent S. In Teil 1, den ihr vor ein paar Tagen wahrscheinlich gesehen habt, findet ihr ja schon ganz viele Informationen über Offroad und Umbaumöglichkeiten, die wir hier gemacht haben. Da haben wir euch aber überhaupt noch nicht gezeigt, wie schick dieser Wagen von innen ist. Und das holen wir heute in diesem Video nach. Ja, hallo bei Togo Reisemobile und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Bevor wir hier loslegen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, unter dem Video kurz auf Abonnieren klicken, die Glocke anklicken und dann geht's los. Und wer weniger Bock auf Bewegtbild hat, sondern sich ein paar schöne Fotos angucken will, der folgt uns einfach auch bei Instagram. Da habt ihr dann auch noch ein paar Eindrücke von diesem Fahrzeug und von allen möglichen anderen Dingen. Ja, das, was hier neben mir steht, ist ein La Strada Regent S aus dem Modelljahr 2020. Dieses Fahrzeug hat nahezu absolute Vollausstattung. Das denke ich immer mal wieder und dann kommt immer noch mal jemand um die Ecke, der eine Kleinigkeit findet, die wir noch nirgendwo verbaut haben. Aber hier ist wirklich alles drin. Brennstoffzelle, Lithiumbatterie, Solaranlagen, Dieselheizung mit Elektrounterstützung, besonderer Möbelbau, besonderer Stoff, große Felgen. Geländereifen, was euch einfällt. Und wir gucken uns jetzt mal an, wo die Sachen sind und ich erkläre euch mal die Vorteile der einzelnen Heizungssysteme und warum dieses Auto energietechnisch unabhängig bis ans Ende aller Tage ist. Die Apokalypse kann kommen. Mit dem Regent S an deiner Seite kann dir eigentlich nicht mehr viel passieren. Die ganzen Details zu diesem Traumauto zeigen wir euch ja jetzt in dem Video. Aber bevor da Nachfragen kommen und für die Ungeduldigen ganz am Anfang, dieses Fahrzeug, absolute Vollausstattung, bis unter das Dach voll, das Einzige, was es nicht hat, ist ein Fernseher, kostet, so wie er hier steht, ungefähr 130.000 Euro. Da kommen noch ein paar Euro zu für die Umbauten, die unser Partner gemacht hat mit der Winde, dem Unterfahrschutz und dem Schnorchel. Und bei diesem Summen, lasst euch von dem Preis grundsätzlich nicht abschrecken, weil Lithiumbatterien, Brennstoffzellen, zweimal Solar, da kommt relativ viel Geld auf den Schwung zusammen. Ich glaube, man kann auch für 115.000 Euro einen toll ausgestatteten La Strada Regent S fahren. Und wer sagt, Allrad ist nicht wichtig, der grundsätzliche Grundpreis des Fahrzeugs, kleiner Motor, Heckantrieb, wenig Ausstattung, liegt ihr im Bereich bei 70.000 Euro. Ein bisschen Extras dazu, 80.000, 85.000 Euro ginge als Heckantrieb sicherlich auch. Ja, so sieht er aus, der La Strada Regent S. Passt, glaube ich, von innen perfekt zu dem äußeren Blaugrau. Blaugrau ist der Name der Mercedes-Außenfarbe. Ich finde, es ist super stimmig und modern hier drin eingerichtet. Ihr habt mit dem Polsterstoff was ganz Modernes, Schlichtes, aber irgendwie dabei auch trotzdem super Schickes. Und das harmoniert halt perfekt mit dem Silverline-Möbelbau und den mattweißen Klappen. Wem das nicht gefällt, weil es euch vielleicht ein Tick zu kühl ist oder irgendwas in der Richtung und es nicht so modern sein soll, sondern eher ein bisschen gemütlicher, da gibt es bei La Strada zig verschiedene Varianten. Ihr findet in den ganzen anderen Videos, die wir gemacht haben, ein paar verschiedene Dinge. Aber es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten. Da müssen wir dann einfach zusammenstellen, wie es euch gefällt, mit Holz, Dekor oder in modernen anderen Farben. Und dann gibt es Stoffe, Ledervarianten, Teilleder. Die ganze Welt steht euch offen. Wenn ihr einen La Strada findet, bei dem euch der Grundriss gefällt und die Technik gefällt, dann kriegen wir den optisch auf jeden Fall so hin, dass er euch auch gefällt. Ja, wir haben ja schon ein paar Videos zum La Strada Regent S gemacht. Die verlinken wir euch jetzt mal da oben links in der Ecke, weil wir in diesem Video jetzt gar nicht unbedingt auf jedes Detail und jede Klappe aufmachen,
eingehen wollen. Wir werden die Maße nehmen, die uns in den anderen Videos noch fehlen, aber guckt euch die anderen Videos auf jeden Fall auch an, da kriegt ihr die letzten Eindrücke. Das ganz Besondere an diesem Auto ist aber gar nicht das, was ihr jetzt seht, sondern das Besondere ist das, was wir auf dem Auto und im Auto versteckt haben. Und zwar sind wir hier, ich würde sagen, das ist wirklich das Energieautarkwunder. Wir haben so ein Konzept, wo man wirklich Tage, Wochen, wenn nicht Monate, alleine draußen bei Regen in der Dunkelheit wohnen kann und immer genug Strom hat. Und zwar fängt das damit an, dass wir natürlich zum einen, das Wichtigste bei jedem Energiekonzept ist im Prinzip immer die Batterie, die Quelle, der Speicherpunkt. Wir haben hier zweimal 120 Amperestunden, also 240 Amperestunden Lithiumbatterie drin, die das Strada ab Werk anbietet. Allein die ist schon eine gute Geschichte. Dann, um bei Tagen, an Tagen wie diesen ausreichend versorgt zu sein, haben wir zweimal 100 Watt Solar obendrauf, also 200 Watt Solar. Eigentlich auch schon gut, braucht man schon gar nicht mehr so eine große Batterie. Dann, wenn die Sonne nicht rauskommt, könnten wir den Motor anmachen und hätten den Ladebooster, der während der Fahrt ordentlich die Batterie volllädt. Reicht euch nicht, setzen wir noch einen drauf. Haben wir noch eine Brennstoffzelle verbaut. Und zwar haben wir hier die große Efeu 210 Amperestunden Brennstoffzelle verbaut. Wo die ist, sehen wir nachher im Heckstauraum. Aber insgesamt ist das halt einfach so ein Konzept, was energetisch nahezu unschlagbar ist. Das Ganze haben wir gespickt mit einer Dieselheizung, die eben allein schon sehr unabhängig ist, aber gleichzeitig eine Elektrounterstützung mit drin hat. Das heißt, seid ihr auf dem Campingplatz angestöpselt und habt 230 Volt Strom dran, könnt ihr auch über Strom Warmwasser machen und über Strom heizen. Ein Kompressorkühlschrank, der dann nur über Strom läuft, dann habe ich keine Gasnot und kochen tue ich eigentlich nur noch mit Gas. Die gesamte Elektrik und Heiztechnik steuere ich im Prinzip hier und da oben. Und wir gucken mal kurz auf die Bedienteile. Wir haben hier zum einen das Bedienteil zu der großen Lithiumbatterie. Die hat jetzt 100% Füllstand, ist natürlich ganz voll. 240 Amperestunden sind da drin. Das ist die Bordspannung und momentan gehen nur 0,2 Ampere raus, weil wir einfach nur ein paar kleine Verbraucher anhaben. Das daneben ist das CP Plus Bedienteil von der Heizung. Hier ist, glaube ich, die einzige Funktion, die man nicht standardmäßig in anderen kennt, ist die hier. Dort kann ich wählen, ob ich mit Diesel heizen will oder Mix 1, Mix 2. Das heißt Diesel mit Elektrounterstützung, halbe und volle Kraft. Sieht man auch da oben schön an einem oder zwei Pfeilen. Und dann kann ich eben auch rein elektrisch, wenn ich auf engen Stellplätzen stehe oder einfach auf dem Campingplatz gut angeschlossen bin. Komme ich in eine besonders hohe Region, habe ich hier an der Seite das Höhenset der Truma-Heizung. Damit kann ich eben auch auf besonders hohen Höhen, wo der Sauerstoffgehalt nicht mehr so groß ist, die Heizung zuverlässig betreiben. Reicht mir das eben alles nicht, habe ich hier oben mein Bedienteil für die Efeu-Brennstoffzelle. Die arbeitet jetzt natürlich nicht, weil wir in praller Sonne stehen. Zeigt mir auch nochmal die Batteriespannung ein und hier könnte ich eben die Brennstoffzelle ein- und ausstellen. Das wird mir dann relativ schnell zeigen, entweder kann ich einen Dauerautomatikmodus einstellen, dass die Brennstoffzelle immer nachlädt, oder ich lasse sie halt manuell dann laden, wenn ich es wirklich brauche, weil meistens reicht es ja auch mit der Solaranlage. Freistehend, wenn ich nicht am Netzstrom hänge, habe ich ja eigentlich nur ein 12 Volt Bordnetz. Da ist hier natürlich auch für gesorgt. Wir haben hier den großen Wechselrichter von der Strada mit drin, mit 1800 Watt Dauerleistung. Das ist halt endlich auch mal eine Batterie, die dauerhaft diese Leistung hergeben kann. Also alles in allem ist das einfach ein wahnsinnig komplexes, tolles Auto und wird viel Freude unterwegs machen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie er optisch so dasteht und wie die einzelnen Details gelöst sind. Ja, das ist der neue Kocher von Lastrada. Anders als in den vorhergehenden Jahren haben wir jetzt einen Zweiflammenkocher mit einem sehr massiven Kochrost. Hier klappert nichts mehr. Ich habe zwei große Töpfe, die ich draufstellen kann. Natürlich, wie immer, so der Strom ist jetzt ausgestellt, wie immer mit einem Zünder. Und daneben schön in einer Einheit das quadratische Waschbecken, dass wenn mal was überkocht, kann ich alles hier wunderbar reinwischen und habe einfach eine tolle Kochmöglichkeit. Ich kann natürlich immer die Seiten auch zuhaben, um dauerhaft gut arbeiten zu können. Der Küchenblock insgesamt ist, da sieht man so ein bisschen die Detailliebe von Lastrada. Man könnte einfach drei große Schubladen machen. Lastrada macht sich die Mühe und macht ein paar mehr Schubladen rein. Wir haben alle Schubladen mit Softauszügen. Hier ist ein kleiner Abfalleimer oder Biomülleimer mit drin. Und natürlich mit den Pushlocks, dass gerade wenn wir das Auto Offroad-mäßig einsetzen, das gut verriegelt ist. Und dann natürlich auch Besteckschublade, eine vernünftige.
und hier unter nochmal zwei Schubladen. Nicht aufregend, hier unten auch eine normale Schublade. Rechts an den Küchenblock anschließend haben wir hier den Tower mit Stauraum. Und da haben wir noch die Truma Einheitbox verbaut, sehe ich gerade. Das heißt, ich könnte die Heizung auch noch vom Handy aus anstellen. Und das sind einfach die Kletttaschen, die wir noch festmachen müssen. Und hier ist der Kühlschrank, der jetzt seitdem diesem Modell ja etwas größer ist. Jetzt muss ich ein bisschen schummeln. Ah, wo ist das Typenschild? Wie groß bist du? Ah, da oben. 81 Liter Volumen. Und wer nicht möchte, dass er ein Gefrierfach drin hat, der kann zum Beispiel hier oben, wenn du einmal um die Ecke guckst, kann das gesamte Gefrierfach rausnehmen und hätte dann einfach mehr normalen Kühlraum. Aber Eiswürfel am Strand ist schon auch cool, deswegen würde ich es immer drin lassen. Unten drunter ist ein normaler Rollschrank als Kleiderschrank oder wahlweise mit Böden drin. Und damit ich ausreichend Stauraum habe, habe ich hier hinten nochmal zwei große Schubladen, die auch ganz viel wichtigen Stauraum bringen. Und wenn man sagt, ich möchte aber ab und zu mal was durchladen, dieses ganze Element könnt ihr im Prinzip rausnehmen, rausstellen und habt dann ebenerdig Durchlademöglichkeit von ganz vorne bis ganz hinten. Ja, besonders wichtig, oder was heißt besonders wichtig, aber in meinen Augen eine sinnvolle Geschichte, ist zum Beispiel auch das Nasszellenfenster, durch das ihr hier jetzt gerade reinschaut. Das ist nicht serienmäßig, das sollte man aber meiner Meinung nach mit dazu bestellen. Zum einen haben wir so deutlich mehr Licht und Luft und zum anderen, ups, das ist sehr laut, können wir die Duscharmatur nehmen und einfach auch raushalten und als Außendusche benutzen. Das Nasszellenfenster hat natürlich wie alle anderen Fenster Fliegengitter und Verdunklungsrollo und dazu diese Privacy-Verglasung. Das heißt, wie alle anderen Fenster ist es getönt. Das heißt, solange es hier drin nicht heller ist als draußen, kann man im Prinzip von draußen nicht reinschauen. La Strada hat serienmäßig in allen Nasszellen oder bei allen Toiletten die Dometic-Toilette. Bleibt mal da oben. Mit Keramikschüssel. Das, glaube ich, ist auch eine ganz coole Geschichte. Das ist die normale Spülung. Insgesamt ist das natürlich keine riesengroße Nasszelle, aber bei so einem kompakten Auto, wir sind immerhin bei unter 6 Meter, glaube ich, ist das ein ganz guter Kompromiss aus Großzügigkeit und eben auch vernünftigem Raumgefühl. Was ich persönlich immer wieder gerne mag und was mir das Leben auch leichter macht mit meinen etwas stämmigeren Abmessungen, ist, dass La Strada diese, ja, wir müssen uns dafür mal einen Namen einfallen lassen, Saloontür nenne ich sie jetzt, von nicht von heute an, aber zumindest für heute, mit den zwei Flügeln. Weil so habe ich einfach hier drinnen ordentlich Bewegungsraum und wenn ich die Türen aufmache, dann kann ich das offen lassen und habe einfach hier, kann auch einfach mal, wenn jemand durchgehen will, einen Schritt zur Seite treten, kann vernünftig in den Kühlschrank gucken und ist alles nicht so eng. Und das finde ich richtig cool. Was auch cool ist, ist dieses Zweiraumkonzept, was wir bei La Strada haben. Das heißt, wir haben in fast jedem Auto irgendwo einen Trennvorhang mit drin, dass ich immer Toilette, Bett und den Weg dahin absperren kann sozusagen. Vorne rum alles offen lasse und mir einfach mal hier eben ein bisschen Privatsphäre oder auch wenn ich ein bisschen undercover irgendwo stehen will, einfach nur zum Zuziehen hier den Vorhang vormache. Kann ich hier festknöpfen und so kann ich im Prinzip nackt aus dem Bett auf Toilette, habe meine Kleidung hier und keiner kann reingucken, auch wenn vorne rum alles offen steht. In den ersten Videos vom Regent S haben wir euch ja schon ganz viele Details gezeigt, aber da haben wir noch nicht so viel gemessen. Und das wollen wir heute mal nachholen. Wir wollen einmal die Stehhöhe hier gerne haben. 1,89,9 Meter haben wir hier, also 1,90 Meter. Und wenn der Teppich rausgenommen ist, wahrscheinlich 1,91 Meter. So, wir messen gleich nochmal das Bett nach. Was auch auffällt, ist, dass hier jetzt erstmal relativ viel Platz ist. Das liegt natürlich auch dran, dass der Tisch momentan nicht aufgebaut ist. Um Sachen abzustellen, haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal hier vorne die ausklappbare Arbeitsfläche, richtig mit einem massiven Aufsteller hier unten, den man einhändig auch wieder lösen kann. Und, was ich bei La Strada immer wieder schön finde, unten mit einem Magnet fixiert, sodass es möglichst wenig Geräusche während der Fahrt macht. Natürlich kann ich aber auch hier vorne einen Tisch hinstellen. Der ist während des Transports oder wenn ich ihn nicht haben will, hier oben drin und hat dann in der gleichen Farbe wie die Arbeitsfläche alles hier oben mit drin. Der ist dreh- und verschiebbar, aber ich glaube, da reicht die Fantasie. Das machen wir jetzt mal wieder zu. Richtig cool. Auf der Sitzbank ist auch immer, man muss immer durchgehen, dann fallen einem Stück für Stück mehr Sachen ein. Das heißt, bei La Strada immer wieder so ein Phänomen. Die Sitzbank ist natürlich auch verstellbar.
Das heißt, ich kann hier nach vorne rutschen und habe dann die Rückenlehne, die hier mitrutscht. Und dadurch habe ich einfach so eine gemütliche Lounge-Sitzbank-Fleets-Position. Und was wir serienmäßig beim Regent S haben, also derzeit bei allen Lastrada-Fahrzeugen, ist, dass wir diese SKA-Sitze haben. Das kann man am besten sehen, wenn man nicht drauf sitzt. Und zwar haben wir ganz viele tolle Einstellmöglichkeiten. Für mich als großen Menschen ist die wichtigste Funktion eigentlich diese verschiebbare Sitzfläche. Das heißt, ich habe plötzlich bis in die Kniekehle eine Beinunterstützung. Dann kann ich den Sitz in seiner Gesamtheit so neigen, kann mir das richtig aussuchen, wie ich es haben will, kann ihn natürlich Höhen verstellen, so wie ich ihn brauche. Drehbar ist er sowieso. Sitzheizung, selbstverständlich, haben wir auch. Und was auch cool ist auf langen Strecken, wir haben drei verschiedene Lordosenstützen oder zumindest Luftunterstützung im Rücken. Einmal hier in der Mitte, ich glaube einmal unten, einmal oben und einmal die Seiten. Und damit wer hier drauf nicht sitzen kann, der braucht einen Chauffeur. Man kann sich das dann hinten gemütlich machen. Auch cool, aber vielleicht ein bisschen eng mit einer dritten Person hier im Auto. Ja, wer die Sitze mit Leder nimmt, kann sogar zusätzlich noch eine Sitzbelüftung haben. Aber was auch toll ist, fällt mir gerade wieder beim Drehen auf, wie viel Beinfreiheit ich habe. Guck mal, das ist die hintere, das ist sogar für mich einfach noch gefühlt 30 cm zu weit weg. Gemütlich sitzen, für vollen Überblick tue ich hier. Dann habe ich bei Mercedes die Möglichkeit, das Lenkrad in der Achse und auch rein raus einzustellen. Also ich kann, glaube ich, für jede Situation was finden. Und was natürlich den Durchstieg nochmal erleichtert, ist, dass Mercedes den Schaltknauf im Prinzip abgeschafft hat und alles, was Schaltung angeht, hierhin verlegt hat und zum Gänge rauf und runter schalten nur noch die Schaltpedal hier hat. Ja, wer einen Mercedes kauft, kauft den in der Regel zum einen, weil es der Allradantrieb ist und zum anderen aber eben auch, weil er eine tolle Motorisierung hat, hohen Fahrkomfort hat und eben auch die ganzen Assistenzsysteme bietet. Da hat der Mercedes halt schon momentan einen ganz guten Vorteil. Wir machen einfach mal alles an. Und das, was zum Beispiel großartig ist, ist dieses 360-Grad-Parkpaket. Ich mache einmal das Gebläse von der Heizung aus, dass wir das aushaben. Dann rauscht uns das nicht so voll. Für euch leide ich gerne, dass es ein bisschen wärmer ist. Wenn ich in den Rückwärtsgang gehe, schaltet sich hier automatisch alles ein. Auf den ersten Überblick seht ihr das, was der Mercedes denkt, was wir gerade sehen wollen. Wir sehen, wie es nach hinten geht, das ist das Ersatzrad. Und weil wir dieses 360-Grad-Paket haben mit einer Kamera vorne, Kameras in den Spiegeln und der Rückfahrkamera, sehen wir einmal hier das Gesamtbild. Wer ein bisschen was anderes sehen will, zum Beispiel sagt, ich koppel gerade meinen Hänger an, drückt einfach hier drauf, dann würde man sehen, wo, da ist jetzt keine Anhängerkupplung dran, aber wo der Kugelkopf ist. Wer einfach hinten ein bisschen breiter sehen will, sagt, ich hätte gerne für die Rücksicht das komplette Breitbild. Er sagt, interessiert mich nicht so. Ich will sehen, was links und rechts los ist. Kann wirklich nur die Seiten sehen. Und wenn es im Gelände eng wird, das ist jetzt der Blick vorne raus, dass wir sehen, was vor uns passiert. Und den gibt es natürlich auch in einer Weitwinkelvariante. Also man braucht, kann eigentlich mit Augen zufahren, oder nicht mit Augen zu, sondern mit Vorhang hier vorne runter, kann das hier einfach runterziehen. Ja, auch wenn ich auf Fahren gehe, dann bleibt das noch einen Augenblick angeschaltet. Wer es aber nicht mehr braucht, kann hier auf alle Varianten gehen. Wir machen auch mal den Ton kurz aus. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal demonstriert. Aber was ich immer wieder faszinierend finde, ist das Thema Sprachsteuerung, was hier normalerweise wunderbar reagiert. Wir probieren es mal aus. Hey Mercedes? Ja, bitte? Navigation nach Stoverstraße 71 in Drage. Die Route zum Ziel, Stoverstraße 71, Drage, wird berechnet. Für mich immer wieder faszinierend bitte und neu. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route und sofort rechts abbiegen. Wir sollen also auf die Straße nach vorne fahren und dann rechts von der Straße wieder runter. Dann sind wir nämlich da. Auf jeden Fall cool, dass das geht.
Ich habe hier alle Grundfunktionen mit drin, mit Radio und allem, was ist, und kann aber auch die gesamten Funktionen vom Fahrzeug steuern. Aufs ESP, auf den Spurhalteassistent, auf die Parkpiepser, die ganzen Assistenzsysteme mit Bremsassistent, wann er reagieren soll oder ob er ganz aus sein soll. Attention Assist, ich glaube, der sagt vor allem, der merkt, wenn ich Bewegung mache, sagt er, jetzt mach mal eine Kaffeepause. Wenn mich das aber nervt, kann ich das auch ausstellen. Und Totwinkelassistenten kann ich alles ein- und ausstellen. Der Totwinkelassistent würde hier im Spiegel, fängt er an zu leuchten, wenn was im toten Winkel ist. Und alles, was ich da steuern kann, kann ich tatsächlich auch übers Lenkrad steuern. Das heißt, ich muss das Lenkrad eigentlich nicht mehr loslassen. Wenn ich das Studium dieser Knöpfe abgeschlossen habe und verstanden habe, welcher Knopf was macht, kann man nämlich das alles machen. Wichtig ist immer das Häuschen. Komme ich immer zurück auf die Einstellung. Und das, was ich erstmal lernen musste, habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt, ist, dass das kein Knopf ist, sondern ich damit swipen kann. Und wenn ich irgendwo hin will, zum Beispiel, wo wollen wir mal hin, bei den Fahrzeugeinstellungen, einen nach unten, und da kann ich dann alles verstellen und einstellen, so wie ich das haben will. Und linke Hand den Tempomat zu bedienen. Damit muss man sich ein bisschen auseinandersetzen, aber das gehen wir dann ja auch, wenn ihr euren Sprinter bei uns abholt, gemeinsam durch. Und die Fragen, die da sind, kriegen wir dann alle wunderbar geklärt. Was man so schön so nur im Hintergrund brummen hört, das ist der 6-Zylinder-Diesel, den Mercedes noch anbietet. Solltet ihr sowas für euch wollen, dann ist tatsächlich Handlungsdruck gegeben. Dieser saugeile, super cool fahrende, toll klingende Motor, der vielleicht ein bisschen zu schwer ist und einen Tick zu viel verbraucht, aber einfach großartig ist, wird leider nächsten Sommer aus dem Regal verschwinden und wir können nicht mehr so lange diese Fahrzeuge bestellen. Das heißt, wenn ihr sowas wollt, dann müsst ihr jetzt langsam daran. Auch von hinten, ich glaube, es ist wirklich eins der wenigen Autos, was keine Sahneseite hat, weil der irgendwie von allen Seiten schick aussieht, wenn er so Geländewagen hat. Aber von hinten mit dem Offroad-Reifen hier drauf, sicher ein ganz besonderer Anblick. Ja, wer sein Bergsteiger-Diplom gemacht hat, der kann jetzt den Stauraum hinten entern und das Bett sich genauer anschauen. Aber da braucht man schon einen großen Schritt. Ich messe mal für euch die Länge. Wir haben hier wirklich von links nach rechts rüber, haben wir 1,96 in der Länge. Und im breiteren Teil haben wir 1,35 in der Breite. Zum Fußende wird das etwas schmaler. Da haben wir knapp 1,16. Ich hüpfe wieder runter und komme zu euch runter. Ja, man kann das Ganze, wenn einem hier weniger Stauraum oder wenn man mehr Stauraum braucht, kann man das Ganze auf der Seite hochklappen. Der Schlafkomfort ist sowieso sensationell. Für uns ist das so Standard. Immer jeder Lastrada hat einen guten Schlafkomfort. Ich vergesse immer, dass man das ja dazu sagen muss. Also, wir haben eine tolle Kaltschaummatratze hier unten mit so einem Wabenstoff. Wir haben punktelastisches Froli, Lattenrost drunter. Das Ganze so geteilt, dass man es rausnehmen kann. Der Bezug ist abnehmbar und waschbar. Ich meine, in Wohnmobildimension ist das was glaube ich, fürs Wohnen oder vom Schlafkomfort großartig ist. Der Stauraum ist natürlich jetzt nicht riesengroß. Wir haben zum einen die beiden Schubladen, die von vorne drin sind. Das ist was ihr eben rausnehmen könntet. Aber so, glaube ich, immer noch genug, um Tisch und Stühle unterzubringen. Hier auf der schmalen Seite 66 cm und in der Breite 1,17. Und dann habe ich auch was Langes, wo ich da mit rein kann. Und auch hier noch ein paar kleine Fächer. Zum einen kein Raum, der verschenkt wird. Und da oben drüber die große Brennstoffzelle. Bestellt ihr keine Brennstoffzelle, ist das Gesamte auch noch Fach. Servicefreundlich, da müssen wir, glaube ich, einmal kurz tauschen, haben wir hier die ganze Bordelektrik aufgeräumt, untergebracht, mit von oben nach unten geguckt, Wechselrichter, also FI-Hauptschaltern, Sicherungskasten, noch ein FI-Schalter, den Wechselrichter hier vorne mit dran, also alles, was ihr braucht, da mit dabei. Ja, ich hoffe, dass das alles gesagt wurde, was für euch wichtig ist. Falls noch was fehlt, das nächste Regent S-Video kommt bestimmt. Mich begeistert er nämlich jedes Mal aufs Neue. Ich hoffe, dass ihr auch Spaß an dem Auto gehabt habt. Wie gesagt, Teil 1 zeigt so ein bisschen die Offroad-Umbauten und das, was ihr heute gesehen habt, das Fahrzeug in. Wenn ihr auch in Zukunft über Videos auf dem Laufenden gehalten werden wollt, einfach Kanal abonnieren. Und für die Fragen, die bei der Konfiguration auftreten, kommt einfach auf uns zu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.